Nach einem weiteren Anfall, den ich für euch aber hier rausgeschnitten habe, heiße ich euch willkommen hier, natürlich nach einem Anfall von Michael, heiße ich euch willkommen hier bei Part 7 von Let's Play Dead Synchronicity, Tomorrow Comes Today. Und, ja, es geht schon wieder los. Verdammt, nicht schon wieder. Als würde ich in einer schweren Flüssigkeit schweben, während sich alles um mich herum verändert. Und immer fliegt dieser Vogel weg, diese Krähe. Das ist echt auch interessant. Oh Gott, ich glaube, ich verliere den Verstand. Nein, Michael, bloß nicht. Wir wollen jetzt hier raus, bevor wir noch einen weiteren Anfall kriegen. Mal anschauen. In den Augen der Soldaten macht mich dieses kleine Stück Plastik zu mehr als einer einfachen Lagerratte. Jetzt bin ich nützlich für sie. Sehr schön. Soll ich das denen zeigen? Geh durch das Tor und ich werde dir deinen Kopf mit einem Schuss von den Schultern blasen, Ratte. Hast du gesehen, was ich hier am Handgelenk trage? Muss ich das Ding bei euch vorzeigen? Reg dich ab. Er hat eines dieser Passarmbänder, die die Lagerspitze tragen. Diese Schaben sind für uns hier sehr nützlich. Nimm die Waffe runter und lass ihn gehen. Du hast ihn gehört. Verschwinde von hier, Ratte. So ist das also. Jetzt wissen wir, wer hier das Sagen hat. Der hier. Also dann würde ich mal sagen, ich weiß jetzt nicht genau, warum hier eine Tür ist, aber ich gehe mal einfach... Ach, Moment, da kann man hier rein? In die Kanalisation? Okay. Einige Meter entfernt kann ich eine große Anhäufung von Müll, Schlamm und Pflanzenresten sehen, die sich dort in den Jahren angesammelt hat, seitdem dieser Abfluss das letzte Mal gereinigt wurde. Selbst von hier aus kann ich den Gestank riechen, der davon ausgeht. Unmöglich. Das ist außerhalb meiner Reichweite. Die Stäbe halten mich davon ab, dorthin zu kommen. Okay, das heißt, wir müssen da irgendwas wahrscheinlich finden, um da... Das ist mal spannend. Okay, ich mache mal Hotspot-Anzeige. Schotterweg. Aber jeder dieser drei Wege führt von dem Lager weg. Und das ist das Wichtigste. Und hier könnten wir jetzt in die Stadt gehen. Stacheldraht. Wo geht's da hin? Dieses Loch hat steile Wände aus Matsch und Erdreich. Bis zum Boden sind es mehrere Meter. Wie zur Hölle ist dieses Loch nur entstanden? Gute Frage. Wasser. Ich nehme an, dass der Regen die Grube Stück für Stück geflutet hat. Das Wasser ist so dunkel, dass man den Grund nicht sehen kann. Sieht auch nicht nach reinem Regenwasser aus. Was ist das hier? Kann man raus? Was ist das dahin? Behauene Steine. Es sieht aus, als würden behauene Steine aus dem Wasser ragen. Was kann das sein? Reste einer Säule vielleicht? Und was machen die hier? Halb versunken, mitten im Nirgendwo. Sieht aus, als wäre hier was locker. Und das kann ich aber natürlich nicht nehmen, oder? Von hier aus komme ich da nicht ran. Ich muss zuerst einen Weg finden, da unten runterzukommen. Und zwar so, dass ich wieder raufkomme hier. Verstehe, Michael. Okay, diese beiden Ausflüge nach links und rechts sind interessant. Das waren wahrscheinlich zwei von diesen drei Wegen. Und der dritte Weg scheint in die Stadt zu führen. Und da gehen wir jetzt hin. Bin schon ganz gespannt, Leute. Die Stadt. Sie begrüßt mich mit ihrer gnadenlosesten und bittersten Grimasse. Was ich hier sehe, ist nicht das, was ich erwartet habe. Der Tag des jüngsten Gerichts hat auch die Stadt nicht verschont. Nur, dass es im Flüchtlingslager noch niemand weiß. Verdammt. Die Katastrophe hat die Stadt genauso erwischt und zerstört, wie den ganzen Rest. Akt 2. Die Stadt des jüngsten Gerichts. Okay, Leute. Ja, ich hatte in einem anderen Part schon so erwähnt, dass als es hieß, ja, in der Stadt scheinen die Dinge wieder besser zu laufen, habe ich gesagt, das ist ja nur ein Gerücht, ja. Und meine Intuition scheint sich... bewahrheitet zu haben. Ich schaue mir mal erstmal nur alles an, alter Mann. Was zur Hölle will der alte Mann mit diesem riesigen Bolzenschneider? Er kann ihn kaum halten. Der wäre nützlich für unsere Gitterstäbe mit schlossgesicherte Kette.
Ein unglaublich modernes Hightech-System verhindert den Zutritt. Eine Kette und ein Vorhängeschloss. Primitiv, aber effektiv. Naja, wir müssen uns im 30. Jahrhundert befinden. Schatten? Das sind die Silhouetten der Soldaten, die die Straße hinter der Ecke bewachen. Es wirkt so, als würden die Schatten der Gewehre dieser uniformierten Psychopathen auf jede einzelne Mauer dieser Stadt fallen. Mhm. Hauptstraße. Ein paar Gebäude stehen noch. Aber die meisten davon müssen abgestützt werden oder stehen kurz vor dem Zusammenbruch. Und auf den Straßen befinden sich einige Stadtbewohner, die wie Roboter oder Schlafwandler aussehen. Ich habe nicht den geringsten Zweifel. Hier bin ich auf der Fifth Avenue der Stadt des jüngsten Gerichts. Okay. Ampel. Der Verkehr in diesem Teil der Stadt muss sehr dicht gewesen sein. Aber jetzt kann man kaum noch etwas von den wenigen Armeefahrzeugen hören, die hier in der Gegend patrouillieren. Woher weißt du das denn? Ruine einer Kirche. Wenn man sich ansieht, was von den Buntglasfenstern und den Reliefs übrig ist, muss dieser Haufen Schutt vor der großen Welle ein Ort des Glaubens gewesen sein. Jetzt ist es eines der zerstörtesten Gebäude des Viertels. Es sind kaum noch Wände übrig. Ach ja, und da gab es ja auch noch diesen Pater sowieso mit dem Suicide Park. Stadtbewohner. Drei Leute, die sich an einem Feuer wärmen. Und sie starren in die Flammen, als würden ihre Gedanken ebenfalls in dieser rostigen alten Tonne verbrennen. Brennende Tonne. Scheint, als wäre diese Heizmethode nicht nur auf das Flüchtlingslager begrenzt. Diese Feuer werden auch hier verwendet. Und was sie absondern, ist hier ebenso giftig wie dort. Was zur Hölle verbrennen sie nur da drin? Nichts Gesundes. Okay, hier geht's weiter. Hier war doch, das war die Ruine der Kirche. Wow. Ja gut, dann fangen wir mal mit dem alten Herrn hier an. Alter Mann, reden wir mal mit dir. Hilf mir bitte, hilf mir! Lass nicht zu, dass sie mich während der Ausgangssperre auf der Straße finden. Sie werden mich ins Flüchtlingslager bringen. Hilf mir, bitte! Aber mach bitte keinen Lärm. Da stehen Soldaten um die Ecke. Mhm. Wow, der ist zu schwach, um nach Hause zu kommen oder so. Oder vielleicht will er auch irgendwo einbrechen. Wissen wir nicht genau, was genau soll ich denn machen? Ich suche einen bestimmten Ort, so eine Art Medikamentenlager. Weißt du irgendetwas darüber? Ich suche einen bestimmten Ort, so eine Art Medikamentenlager. Weißt du irgendwas darüber? Ich weiß nicht. Es gibt ja eine kleine Klinik am Stadtrand. Vielleicht meinst du die? Die haben sich schnell gebaut, schnell hochgezogen nach der großen Welle. Niemand weiß so richtig, wofür sie da ist. Aber da fahren ständig Fahrzeuge rein und raus. Sieht aus, als würden sie, was immer sie da tun, streng geheim halten. Nicht mal meine Tochter wollte mir sagen, was da drinnen vor sich geht. Hast du gerade deine Tochter gesagt? Ja, meine Tochter, meine kleine Uma. Sie arbeitet da als Krankenschwester. Sie lebt nicht mehr bei mir. Ich nehme an, sie war es leid, bei einem gebrechlichen, kranken, alten Mann zu wohnen. Eines Tages hat sie einfach das Haus verlassen. Ich habe sie seit Monaten nicht mehr gesehen. Sie hat das Richtige getan, als sie mich verlassen hat. Heutzutage kann man sich nicht mehr um die Probleme von Leuten wie mir kümmern. Vom eigenen Vater? Mann, das glaube ich nicht, dass er sich da abgewandt hat. Da ist bestimmt irgendwas in der Klinik. Und vielleicht treffen wir diese Uma ja. Was genau soll ich denn machen? Es ist beinahe Ausgangssperre. Ich brauche einen Platz zum Schlafen. Ich muss mich irgendwo verstecken. Oder sie bringen mich ins Flüchtlingslager. Verstehst du nicht? Wie war das mit der Ausgangssperre? Am Abend wollen die Soldaten niemanden mehr auf der Straße sehen. Und wenn du während der Ausgangssperre auf der Straße bist, heißt das, dass du kein Haus hast, kein Heim. Dass du nicht in die Stadt gehörst. Dann bist du für sie nur eine Ratte. Und sie bringen dich ins Flüchtlingslager. Und ich will nicht ins Lager, verstehst du? Ich kann da nicht hin. Vielleicht ist es, ja, ich weiß nicht, ob es, also wahrscheinlich ist es eine Millimeter, eine kleine Spur hinter Stadt besser als in einem Flüchtlingslager, aber so toll ist es hier ja wahrscheinlich auch nicht. Du brauchst ein Dach, hast du kein Zuhause, wo du hin kannst? Du brauchst ein Dach über dem Kopf. Hast du kein Zuhause, wo du hin kannst? Das hatte ich mal.
Aber jetzt nicht mehr. Mir gehörte eine eigene Wohnung ein paar Straßen von hier entfernt. Der Gebäudeblock, in dem sie sich befand, wurde durch die große Welle schwer beschädigt. Aber er stand noch. Und was ist mit deinem Zuhause passiert? Heute Morgen mussten wir evakuieren. Scheint so, als hätten die Grundmauern doch noch nachgegeben. Wir sind rausgerannt mit was auch immer wir am Leib hatten. Ein paar Stunden später war von meinem Zuhause nur noch ein Haufen qualmender Schutt übrig. 40 Jahre Erinnerungen einfach verschüttet. Aber ich kann nicht zulassen, dass sie mich ins Lager bringen. Ich muss vor der Ausgangssperre von der Straße runter. Bitte hilf mir. Wow, das geht mir echt nahe. Ich hoffe, dass der uns nicht anlügt, Leute. Okay, gib mir den Bolzenschneider. Ich schau mal, was ich tun kann. Okay, gib mir den Bolzenschneider. Ich schau mal, was ich tun kann. Das Haus steht leer, aber die Armee hat es versiegelt. Wenn ich das Schloss vor der Ausgangssperre aufkriege, bin ich in Sicherheit. Ich muss da rein. Aber mach bitte keinen Lärm. Wenn die Soldaten uns erwischen, werden sie uns erschießen. Unmöglich. Tut mir leid, damit geht's einfach nicht. Ich muss da rein. Ich muss rein. Tut mir leid, ich kann dir nicht helfen. Hilf mir, bitte. Ja, aber wie? Ich dachte, der Bolzenschneider ist doch da genau das Richtige, oder? Okay. Dann würde ich mal mit den dreien hier reden. Die sollten doch dann auch möglichst bald nicht mehr auf der Straße sein, oder? Hallo, mein Freund. Du siehst verloren aus. Komm her zum Feuer. Es wird zwar bald ausgehen, aber bis zur Ausgangssperre wird's noch weiter brennen. Solange diese uniformierten Psychopathen nicht beschließen, dieses Zusammentreffen zu beenden, natürlich. Hey, du trägst eines der magischen Armbänder aus dem Lager. Ich habe gehört, dass das ein echtes Drecksloch sein soll. Schlimmer als der Tod. Bist du einer dieser Leute, die von den Toten zurückgekehrt sind? Ist dein Name zufälligerweise Lazarus? Naja, so könnte man es ausdrücken. Ja, Leute, Lazarus. Oje, oje. Das hatten wir auch schon, den Namen hatten wir auch schon mal in einem anderen Spiel. Das Lazarus-Projekt bei Mass Effect. Du hast etwas von einer Ausgangssperre gesagt. Wann genau beginnt die? Du hast etwas von einer Ausgangssperre gesagt. Wann genau beginnt die? Naja, das hängt von der Stimmung der Soldaten in dieser Zone ab. Aber wenn sie ihre Waffen aus den Holzern holen, dann weißt du, dass es Zeit ist, heimzugehen. Heute sind sie besonders gereizt. Ich glaube nicht, dass es lange dauern wird, bis sie anfangen rumzuschreien und Leuten ihre Gewehrkolben in die Gesichter zu stoßen. Ihr seid wirklich ungerecht zu denen, meine Lieben. Das ist nur ihre seltsame Art und Weise, uns ihre Zuneigung zu zeigen. Ach, halt die Klappe. Du musst dir in jedem Fall keine Sorgen machen. Das Armband heißt, dass du dich nicht vor ihnen verstecken musst. Du weißt ja, das ist eine dieser Privilegien, die dir das Ding da verschafft. Und ihr? Müsst ihr euch verstecken? Wir versuchen, ihnen aus dem Weg zu gehen. Du weißt ja, dass es Pflicht ist, während der Ausgangssperre im Haus zu bleiben. Wer es nicht tut, wird ins Flüchtlingslager gebracht. Und das ist eines der härtesten Gesetze, das die große Welle in diese Stadt gespült hat. Okay, ich beginne langsam zu zweifeln, ob es in der Stadt besser ist als im Flüchtlingslager. Wisst ihr, wo, wie, also auch nicht schlechter wahrscheinlich, aber nicht besser, ne? Wisst ihr, wo, wie anders, wo die Dinge stehen? Bekommt ihr Nachrichten von außerhalb? Oh, eine sehr coole Frage. Wisst ihr, wie anders, wo die Dinge stehen? Bekommt ihr Nachrichten von außerhalb? Ich fürchte, nein. Ohne Kommunikations- und Transportmöglichkeiten und mit der Armee an jeder Ecke sind wir total isoliert. Aber wen kümmert das überhaupt? Wenn du nicht einmal weißt, ob du von einem Tag auf den anderen noch leben wirst, hast du keine Zeit, dich darum zu sorgen, was in 100 oder 1000 oder 100.000 Meilen Entfernung passiert. Ich verstehe. Naja, wenn es da besser ist, dann wird es sich vielleicht lohnen, sich auf den Weg zu machen. Warum habt ihr Angst vor den Soldaten? Ich habe gehört, dass die Dinge hier besser laufen sollen. Warum habt ihr Angst vor den Soldaten? Ich habe gehört, dass die Dinge hier besser laufen sollen. Ich weiß nicht, was du gehört hast, mein Freund. Aber wer immer dir das gesagt hat, hat gelogen. Es wird von Tag zu Tag schlimmer.
Alles ist knapp. Wasser, Essen, Medikamente. Wir haben nur zwei Dinge im Überschuss. Leid und Gewalt. Ein Leben ist hier wenig wert. Und der Kurs fällt jeden Tag weiter. Besonders seitdem die Armee eingerückt ist. Die Armee, ich verstehe. Und was ist mit dem Rest der Obrigkeit passiert? Den Politikern? Den Gesetzen? Das sind ferne Erinnerungen aus der alten Welt, mein Lieber. Schlagt er dir aus dem Kopf. Denn all das ist wie ein Kartenhaus zusammengefallen. Seit der großen Welle gibt es keinen Plan und keine Strategie mehr. Wir treiben einfach nur noch vor uns hin. Er hat recht. Das Zuverlässigste, was wir haben, steht da hinten um die Ecke. Bewaffnete Jugendliche in Uniform auf den Straßen und auf den Dächern. Genauso verängstigt, wie wir sind. Oder mehr. Und die auf alles schießen, was sich bewegt. Ich glaube, unser gemeinsames Schicksal ist es, zu verhungern oder an Krankheit zu sterben. Oder an Langeweile, meine Lieben. Ich weiß nicht, welche der drei Optionen ich grausiger finde. Wer weiß. Vielleicht wäre es das Sinnigste, eine kleine Nachtwanderung zu starten und in den Suicide Park einzubrechen. Suicide Park. Nenn den nicht so. Das ist nicht lustig. Der Name ist genauso dämlich wie das Krankenhaus, das sie über Nacht direkt daneben gebaut haben. Es ist verrückt. Die ganze Stadt verhungert oder ist krank. Und die Soldaten hüten diese medizinischen Einrichtungen wie Fort Knox. Aha. Das sind alles echt super Fragen. Aber welchen Sinn haben medizinische Einrichtungen, wenn sie keiner nutzen kann? Aber welchen Sinn haben medizinische Einrichtungen, wenn sie keiner nutzen kann? Ich verstehe das nicht. Das tut niemand, mein Freund. Aber so ist es. Ich wüsste nicht, warum jemand in dieses Gebäude hineinwollen würde. Aber ich kann dir versichern, dass man dort keine Hilfe bekommt. Nicht mal bei einer einfachen Erkältung. Abgesehen davon ist es eine echte Festung. Vermutlich kommt man eher krank raus mit einer Überdosis Schwarzpulver und Blei. Du weißt, wie das ist, mein Lieber. Es gibt keine Heilung für die Liebe oder den Tod. Hey, das war eine gute Zeile von mir. Das wäre ein guter Anfang für eine Geschichte. Würdest du bitte einfach mal die Klappe halten, Ramon? Gar nicht hinhören. In der alten Welt hat er seinen Lebensunterhalt mit dem Schreiben von Geschichten verdient. Und er glaubt immer noch, dass all das vergeudete Papier und Geschwafel selbst nach der großen Welle irgendwann nochmal nützlich sein wird. Aber das ist es doch schon. Ein guter Anteil an eben jenem Altpapier sorgt gerade für dieses Freudenfeuer, meine Liebe. Meine Karriere als Schreiberling zahlt sich also schließlich doch noch aus, siehst du? So kann man es auch sehen, Ramon. Hast du den Suicide Park gesagt? Jemand im Lager hat von diesem Ort erzählt. Hast du Suicide Park gesagt? Jemand im Lager hat von diesem Ort erzählt. Und die ersten dunklen Sterne erscheinen am Himmel. Wir könnten uns hinsetzen und sie gemeinsam zählen, du und ich. Wenn die Sonne den Suicide Park verlässt. Ja, ich erinnere mich an das Lied. Aber was zur Hölle soll das bedeuten? Gibt es wirklich einen Ort mit diesem Namen? Ja, den gibt es. Nach der großen Welle und als es hier so richtig hässlich wurde, haben die Schwächsten unter uns ihrem Leiden mit einer Überdosis Pillen, mit Schusswaffen oder einem Sprung von einem hohen Gebäude ein Ende gesetzt. Du weißt, wie es ist. All diese dunklen Sterne hatten es nicht leicht, einen Grund zu finden, weiterzuleben. Es gab eine schreckliche Flut an Selbstmorden und sie reißt nicht ab. Allerdings gab es mit der Zeit ein ernstes Problem. Wie sage ich das? Ein ernstes logistisches Problem. Der Zugang zu Tabletten und Waffen wurde nahezu unmöglich. Daher war es das Einfachste, ein Seil oder einen Gürtel zu nehmen und nach Sonnenuntergang in den Suicide Park zu gehen. Es gab Zeiten, da war es schwer, in dem Park einen freien Ast zu finden. Die Selbstmorde in der Gegend wurden so zahlreich, dass die Armee den Park geschlossen hat. Aus Gründen der öffentlichen Hygiene, hieß es. Monatelang blühten in dem Park nur noch die Leichen der Erhängten. Der Ort wurde zu so etwas wie einem Themenpark. Spaß für die ganze Familie. Ich hab dir doch gesagt, du sollst darüber keine Witze machen. Hast du vor nichts Respekt? Natürlich nicht. Das war eines der vielen Dinge, die ich in der großen Welle verloren habe. Und eines, das ich absolut nicht vermisse, glaube mir. Danke für das Gespräch. Danke für deine Gesellschaft, mein Freund. Ich finde die drei ganz nett, aber den Ramon, dem seine Art mag ich nicht. Ja, was gibt's denn hier noch? Kann ich dir irgendwie helfen, alter Mann?
Oh, was ist denn da? Poster, Kellerfenster, Wand mit Postern. Oho. Dutzende von Postern, die zerrissen, angekohlt oder halb abgerissen sind. Eins davon fällt mir besonders auf. Das hier? Ein Poster, das für eine Versicherungsgesellschaft wirbt. Da steht, morgen kommt schon heute. Das Motiv kommt mir bekannt vor. Ja, an irgendetwas erinnert mich das. Zum ersten Mal, seitdem ich aufgewacht bin, kann ich sagen, dass ich mich an etwas aus meinem früheren Leben erinnere. Irgendetwas, das mit diesem Bild zusammenhängt. Aber was genau ist es? Tomorrow comes today. Aha, nos. Ein Poster, das für eine Versicherungsgesellschaft wirbt. Da steht, morgen kommt schon heute. Das Motiv kommt mir bekannt vor. Ja, an irgendetwas erinnert mich das. Zum ersten Mal, seitdem ich aufgewacht bin, kann ich sagen, dass ich mich an etwas aus meinem früheren Leben erinnere. Irgendetwas, das mit diesem Bild zusammenhängt. Aber was genau ist es? Gute Frage. Kann ich es nehmen? Ich kann es auch nehmen. Bling. Kellerfenster. Ein schmutziges Kellerfenster, vermutlich zum Lüften. Es ist die einzige Öffnung, die der Keller des Gebäudes nach draußen hat. Aber ich kann nichts damit machen, kann ich? Morgen kommt schon heute. Das klingt irgendwie seltsam vertraut. Auch das Bild. Vielleicht eine Erinnerung, die mit meinem früheren Leben in Verbindung steht. Oder vielleicht ist es nur eine fehlerhafte Erinnerung, die von der großen Welle ausgelöst wurde. Sieht spannend aus. Na gut, aber ich dachte, wir können für ihn vielleicht das Fenster... kann ich mit ihm darüber nochmal reden? Der alte Mann muss einen Unterschlupf finden. Oder er wird ins Flüchtlingslager gebracht. Ich fürchte, dass er bei seinem Zustand und seinem Alter dort nicht lange durchhalten würde. Ich verstehe seine Aufregung, aber ich habe keine Ahnung, wie ich ihm helfen kann. Nochmal reden? Ich muss da rein, aber mach bitte keinen Lärm. Okay, geh mal, ich schau mal, was ich tun kann. Ich suche einen bestimmten... das haben wir schon Ihnen alles gefragt. Tut mir leid, ich kann dir nicht helfen. Hilf mir, bitte. Ich werde mich umsehen, okay? Ich hoffe. Weil der Bolzenschneider ist bestimmt wichtig für das Gitter, das wir dann neben dem Lager gesehen haben. Da oben ist auch noch was. Ruinen der Kirche. Kann man da in die Kirche reingehen? Ach, da kann man in die Kirche reingehen. Sende uns ein Zeichen, oh Herr! Wir benötigen ein Zeichen von dir! Hey, warte mal. Die Stimme kenne ich doch. Sind wir schuld daran, dass dein Zorn entfesselt wurde? Haben wir es getan? Sprich mit deiner Feuerzunge, o Herr! Verbrenne uns mit deinem unerbittlichen Wort! Sende uns ein Zeichen! Waren wir es? Bestrafst du uns für unsere Arroganz? Entfessle deine Donnerstimme! Entlasse uns aus dieser unerträglichen Unsicherheit! Haben wir es getan? Sende uns ein Zeichen! Ich habe den Eindruck, dass der Mann ein Fanatiker ist und leicht gestört. Aber seine Predigt hat mich neugierig gemacht. Was meint er wohl mit... Wir haben es getan. Die Ruinen des Tempels. Okay. Der Löwe über den Flammen. Da sehen wir uns noch dann. Oh nein. Es fängt wieder an. Alles verändert sich. Alles. Alles verformt sich um mich herum. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe gar nichts. Ich auch nicht. Ich habe nur gesehen, dass die alte Dame hier dran saß in unserem, ja, ich weiß jetzt nicht, was das ist, unsere Vision. Wir werden uns auf jeden Fall hier umsehen und zwar im nächsten Part von Let's Play Dead Synchronicity. Tomorrow comes today und nein, ihr braucht, um diese nächste Folge anzusehen, keine Versicherung kaufen. Also, bis zum nächsten Part. Ciao! Haben wir es getan?